In Salon und Bouillon Keller. Unter Brückenbogen, über Dächer, meistens schwarz maskiert und immer frecher. Haust in Saus und Braus seit alters der Verbrecher. Selbstverständlich. Nicht weit weg, bald einzeln, bald in Scharen, stets mit hübschen Beinen, Sexappeal und vielen Haaren, haust das Girl in Unschuld, unberührt und unerfahren. Selbstverständlich. Und nun kämpfen mit dem Mann unendlich Schuld und Unschuld, tugendhaft und schändlich. Und die Unschuld zeigt sich stets erkenntlich. Und wer siegt? Die Unschuld, selbstverständlich. Ach, Sie fragen nach dem Weltbild, das ist hollywoodlich, wie vermutlich. Und das Ganze endet happy endlich. Selbstverständlich. Um die Jahrhundertwende treffen sich in Bills Ballhaus in Chicago die Matadore des Verbrechens. Bill Cracker, nachdem Bills Ballhaus genannt war, kommt herein, hat einen Hut in der Hand, hängt ihn an einen Haken, schreibt darunter G.B. Wer? G.B. Gorilla Baxley. Gorilla Baxley ist nicht mehr. Das muss gefeiert werden. Bill, sing den Bilbao-Song. Ich kann den Text nicht mehr. Versuch's doch mal. Also, aus einem festlichen Anlass, in Anwesenheit eines endlich verwaisten Hutes, die Fragmente des Bilbao-Songs. Aber ich kann's nicht mehr. Bills Ballhaus in Bilbao, 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 war das schönste auf dem ganzen Kontinent. Dort gab's für einen Dollar Krach und Wonne, Krach und Wonne, Krach und Wonne, und was die Welt ja eigen nennt. Aber wenn sie da hereingekommen wären, ich weiß nicht, ob ihnen sowas grad gefällt. Ach, brenn die Lachen waren, wo man saß, auf dem Tanzboden wuchs das Gras. Und der grüne Mond schien durch das Dach, ne Musik gab's da, da wurde was geboten für sein Geld. So war die Musik von damals nach. Alter Bilbao-Mond, wo doch die Liebe lohnt. Ich weiß den Text nicht mehr. Geldsack, die haben damals mit uns was gemacht. Aber wenn sie da dabei gewesen wären, ich weiß nicht, ob ihnen sowas grad gefällt. Ach, brenn die Lachen waren, wo man saß, auf dem Tanzboden wuchs das Gras. Und der grüne Mond schien durch das Dach, und wir Herren konnten sie mit ihrem Browning schießen hören. Sie sind Held, na, dann machen sie's mal nach. Ich weiß ja nicht, ob Ihnen
Schönste auf der Welt. Bills Ballhaus in Bilbao, Bilbao, Bilbao. Heute ist es renoviert so auf dezent. Mit Palme und mit Ice Cream. Ganz gewöhnlich, ganz gewöhnlich. Wie ein anderes Etablissement. Aber wenn Sie es hereingesegelt kämen, es ist ja möglich, dass es Ihnen so gefällt. Spaß, auf dem Tanzboden wächst ein Gras. Und der Brandy ist auch nicht mehr das. Und der grüne Mond ist abbestellt. Ne Musik macht die, da kann man sich nur schämen für sein Geld. Ach, schon macht die Musik von damals nach. Alter Bilbao-Mond, das hab ich oft betont. Ich hab sie nie geschont. Na, da ist ja der Text. Verzeihung, es ist zu lange her. Ich weiß ja nicht, ob Ihnen sowas dort gefällt. Doch es war das Schönste, es war das Schönste, es war das Schönste auf der Welt. Es ist zu lange her. Ein mysteriöser Gast, die Dame in Grau. Union Street, morgen, heiliger Abend, 10.17 Uhr, steht Jimmy an der Ecke der LCD. LCD, Lloyd Chicago Deposit. Ausgerechnet am Weihnachtsabend. Da habt ihr wieder alles schriftlich für jeden, was ihr zu tun habt. Bill geht wie gewöhnlich durch den geschlossenen Kordon unserer Leute und holt die Depots aus den geöffneten Safes. Und was vorhin deine Bemerkung betrifft, ausgerechnet am Heiligabend, so warne ich dich. Du bekommst schon langsam das Gemüt einer Waschfrau. In ihrem unablässigen Kampf mit der Sünde durchstreift die Heilsarmee die dunkelsten Schlupfwinkel der Riesenstadt. Lillian Holiday, genannt Halleluja Lillian, kommt mit Heilsarmee-Leuten. Geschrei um Hilfe, dort ist eine Frau, die winkt. Haltet die Autos an, stoppt den Verkehr. Ringsum versinken Menschen und keiner schaut her. Könnt ihr denn gar nicht sehen? Hallo für euren Bruder und nicht irgendwen. Steht auf von eurem Und Christ schrieb mir, was mir. Um dem
Macht. Wir sehen dich, Mann, der versinkt. Wir hören dein Geschrei um Hilfe. Wir sehen dich, Frau, die winkt. Haltet die Autos an, stoppt den Verkehr. Mut, die versinkenden Leute, wir kommen, schaut her. Du, der du untergehst, sieh uns, so sieh uns, Bruder, bevor du untergehst. Wir bringen dir zu essen, wir haben nicht vergessen, dass du noch draußen stehst, dass du noch draußen stehst. Sag nicht, es hilft nichts, denn jetzt wird es anders. Das Unrecht dieser Welt kann nicht bestehen. Wenn alle mit uns kommen und marschieren, dann kümmert man sich um nichts und helfen wir und aufkommen Angst und Kanonen. Und wir sollen wir wissen wie wir und Kirchen verlieren und was wir. Um dir, Bruder, einen Teller Suppe zu erobern, um dir, Bruder, einen Teller Suppe zu erobern. Denn ihr armen Leute, ihr seid eine große Armee. Drum muss es sein noch heute, dass jeder uns beisteht. Wo wird's vor? Bricht das der Turm und das Gewehr? Mut, ihr versinkenden Leute, wir kommen schon her. Allein und auf sich gestellt stand Halleluja Lilien in der Höhle des Tigers. Ein glückseliges Advent. Wir singen Nummer 5. Geht hinein in die Schlacht, wo das Gewühl am stärksten ist. Singet nur, singt mit Macht, singet nur noch, bis es Nacht. Aber der Morgen kommt schon mit Macht, bald doch zu euch kommt der Herr Jesu Christ. Du bist also dieser Bill von Bills Ballhaus. Aha. Gefällt es dir wirklich hier? Ist das dein Heim hier? Bist du der Herr hier? Das hat noch keine gewagt. Vergiss nicht, dass so wie du da sitzest, genauso hat auch der König Nebukadnezar da gesessen. Wer? Nebukadnezar. Und das war noch ein ganz anderer Verbrecher als du. Aber als es zu Ende war mit seiner Herrlichkeit, Gras hat er gefressen. Eine Portion Gras für Ballhaus Bill. Schmeißt sie raus. Nein, ich bleibe jetzt da. Die bleibt da. Zwei Whiskys. Der Kuss des Heilsarmee-Mädchens und ein blutiges Intermezzo. Dieses Gelichter steht doch gar nicht auf unserem Niveau. Ja, da habe ich ja Schwierigkeiten. Lilian geht hin und gibt ihm einen Kuss. Was ist denn los? Ach, das sind Heilsarmee-Tricks. Sie, kommen Sie mir nicht so. Von der Küche her kracht ein Schuss. Was war denn das? Das war der geheimnisvolle Schuss in der Küche. Sie bringen den Governor herein. Ja, man soll eben keine Packards verschieben. Wer ist denn das? Der ist total besoffen. Der ist doch nicht besoffen. Sie wollen wohl zur Polizei laufen, weil der Mann besoffen ist? Weg können Sie jetzt anscheinend nicht. Da bleiben Sie einfach da, nicht wahr? Wie war das eigentlich mit dem Nebukadnezar? Nach einer halben Stunde Gespräch war die religiöse Frage noch nicht gelöst, aber Lilian hatte drei weitere Whiskys getrunken.
und wagte nun, um die granitnen Herzen zu bezwingen, ein gefährliches Experiment. Meine Herren, wie ich sehe, ist in diesen Stadtvierteln und sogar in ihrer Mitte der Aberglaube verbreitet, dass es sich bei uns um eine, ja, sagen wir, etwas langweilige Sache handelt. Das möchte ich hier richtigstellen. Unser Programm umfasst Lieder von der harmlosesten bis zu der, ich möchte beinahe sagen, gefährlichsten Art. Da haben wir den Matrosensong. Das dürfte vielleicht etwas für Sie Passendes sein. Gepfeffert? Er handelt von den Matrosen, die ja bekannt sind als Großsprecher. Jetzt braucht dann nur einmal ein Sturm zu kommen. Na
ja, da ist ja schon das Dock von Birma. Halt du! Das ist doch nur eine schwarze Wolkenwand. Mensch, und die Wellen, es ist ja allerhand. Mensch, das verschlingt uns ja die ganze Firma. Ja, da sind wir ja jetzt glatt am Rand. Ja, da sind wir eben jetzt am Rand. Bald sinkt das Schiff zugrund, das Meer geht drüber. Und die Versunken sind sie nur der Hai im See. Da hilft kein Whisky mehr und keine Henry Clay. Wo's jetzt hingeht, da geht kein Mädchen mehr mit drüber. Ja, da heißt's auf einmal jetzt goodbye. Ja, da heißt's auf einmal jetzt goodbye. Und das Wasser, das steigt und das Schiff, das versinkt. Und ein rettender Strand lässt sich nicht blicken. Nur ein Schiff, das nicht schwimmt, nur ein Strand, der nicht winkt. Na, da muss ein jeder sich dran schicken. Na, also goodbye. Da hört man auf einmal keine großen Reden mehr. Da sind sie auf einmal alle ganz klein. Da plappern sie plötzlich alle ein Vater unser Heer. Da will's plötzlich keiner mehr gewesen sein. Denn jetzt ist's vorbei. Und jetzt will ich euch mal was sagen. Das kennen wir schon. Da wird ein Leben lang das Maul aufgerissen. Und steht so. Heilsarmee hat die letzten beiden Verse in der offenen Tür stehend angehört. Wenn sie solche Lieder singt und sich betrinkt in einem solchen Lokal, da können wir sie ruhig hier lassen, wo sie offenbar hingehört. Ja, in diesem Sumpfe sinkt ein Eisenbahnzug in einer Minute. Ich sage es noch einmal. Sie werden zur Hölle fahren. Wenn ich vorhabe, zur Hölle zu fahren, dann fahre ich zur Hölle. Und ich möchte sehen, wer mich daran hindern könnte. Ich. Zweiter Akt. In der Heilsarmee. Für Lillian Holiday kündigen sich schwere Zeiten an. Also, das Beste ist, Sie packen Ihre Sachen. Was war das überhaupt für ein Lied, das Sie da gesungen haben? Das Lied war ganz in Ordnung, Herr Major. Es war dieses alte, bekannte Matrosenlied. Ach, dann singen Sie es doch mal. Keinen Wert auf Gott. Ach so. Ja, der letzte Reim ist etwas schwach.
aber da kann ich wirklich nichts dran finden. Und dann geht's weiter. Und das Meer ist blau, so blau. Nein, Schluss, danke. Bill ist hereingekommen und hat die letzten Worte gehört. Das ist ein kolossales Lied. Guten Morgen. In dieser Dame haben Sie nämlich eine ganz erstklassige Kraft. Meine Freunde und ich waren ganz hin. Die ganze 44. Straße, alles geläutert. Geht in Ordnung, Herr Cracker. Es ist gut, Lillian. Na, habe ich Ihnen herausgeholfen? Ach, Herr Cracker. Aber ich muss jetzt unbedingt einen Augenblick sprechen. Das ist nämlich eine Sache wegen meines Revolvers. Was sollte ich denn sagen? Die Wahrheit. Dass ich im Lokal mit Ihnen war, als der Schuss fiel. Sodass ich also den Schuss nicht abgegeben haben kann. Sie, es handelt sich um Mord. Herr Cracker, ich fürchte, da habe ich Ihnen nicht sehr geholfen. Bill, ich kann nichts dafür. Also, Herr Bill, ich wollte Ihnen nicht schaden. Jetzt muss ich eben sehen, wie ich Sie wieder herauskriege. Hallo, wo gehen Sie denn hin? Sagen Sie, Herr Major... Leutnant Holliday? Ich habe eben Herrn Cracker gesprochen. Ist es denn gefährlich, wenn er draußen war? Für ihn ja. Dann hat er jemanden erschossen. Um Gottes Willen, er war drinnen. Ja, aber Sie sagten doch... Es ist nämlich, als alle anderen draußen waren und wir alleine drinnen, da habe ich ihn geküsst, Herr Major. Ich werde mit der Polizei telefonieren. Aber hier will ich Sie wirklich nicht mehr sehen. Also, die Versammlung beginnt. Wir singen das Lied Bruder, gib dir einen Stoß mit Trommeln. Bruder, gib dir einen Stoß. Hannibal, das Gedächtnis noch immer nicht zurückgekehrt? Nein, Herr Major. Trotzdem scheint es mir in den letzten Tagen immer sicherer, dass ich sogar einmal verheiratet gewesen bin. Wir wollen mal etwas singen. Fürchte dich nicht! Das ist gut. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Sie jetzt fertig? Was wollen Sie denn damit erreichen? Nichts. Nur zur Erbauung. Lieber Mann, wollen Sie nicht sagen, was mit Ihnen geschehen ist, seit Sie Ihre Mutter zum letzten Mal gesehen haben? Wir singen das Lied in der Jugend goldenem Schimmer mit Glocken. Denn überhaupt das Mädchen? Wir sind davon abgekommen, Herr Läuterer. Wir haben das Mädchen entlassen müssen. Was? Entlassen? Warum sagen Sie mir das erst jetzt? Warum haben Sie mir das nicht gleich gesagt?
Da hätte ich ja sofort den ganzen Laden in Klump hauen können. Du kommst wieder zurück, Bruder. Jetzt, meine Lieben, hören wir eine schöne Geschichte. Die Geschichte von der vorbildlichen Bekehrung eines Branntweinhändlers. Hinter Gläsern an dem Schanktisch mit den schweren Liedern Lippenviolett, trüben Augen in dem schweißgen Antlitz, schläft ein Branntweinhändler bleich und fett. Und er träumt, er ist im Himmel, und er muss vor Gottes Thron und trinkt Schnaps vor Angst und ist nun bis zum Halse voll davon. Und er sieht sich nicht mehr um Hilfe, und er fällt auf Knie, dass es klatscht, und er fühlt das Schwert in Fleisch am Nacken und das Hemd, das nass vom Schweiß dran patscht. Und er schämt sich vor dem Himmel und er fühlt die Bindern drin. Gott hat mich verstoßen jetzt, weil ich ein Branntweinhändler bin. Stieren Augen und den Lippen violett. Und er sagt zu sich, nie wieder je bin ich ein Branntweinhändler bleich und fett, sondern nur für weißen Kinder, Säufer, Kreis und Dulderin, gebe ich in Zukunft dieses seelenlose Schmutzgeld hin. Dritter Akt. In Bills Ballhaus. Am Weihnachtsabend des Jahres 1911 sollte der Flug der Fliege in die Safes des LCD stattfinden. Jimmy bastelt an einer Leitung. Sam ist schon als Frau verkleidet, setzt sich nur noch den Hut auf, pudert sich. Bist du mit der Sprechleitung für die Fliege fertig? Hallo, die Fliege fliegt. Die Alibi-Zettel sind in der Schublade. Trotz des Vorfalls in der Halsarmee soll Bill den Hauptpart in der LCD-Sache übernehmen. Achtung! Ich gebe jetzt die genaue Zeit an. 9:37 Uhr.
Kann ich so gehen? Wie sehe ich denn aus? Du siehst nicht aus wie die Witwe eines mittleren Beamten. Du siehst aus wie eine Puffmutter. Mutter Goddams Puff in Mandalay. Sing mal. Mutter Goddams Puff in Mandalay. Sieben Bette an der grünen See. Goddam, was ist das für ein Etablissement? Ja, stehen ja schon 15 die Bretterwand entlang. In der Hand die Uhr und mit Hohe. Gibt's denn nur ein Menschen-Mandalay? Menschen sind das Schönste auf der Welt. Denn sie sind zum Teufel wert, ihr Geld. Und es wäre alles einfach in der Ordnung, wenn der Münze drin ist, nicht so langsam her. Nimm den Browning, schießt mal durch das Tierchen. Denn der Münze drinnen hindert den Verkehr. Rasche Johnny, hey, rasche Johnny, hey, stimmt ihn an den Song von Mandalay. Liebe, die ist doch an Zeit nicht gebunden. Johnny, mach rasch, denn hier geht's um Sekunden. Geh ich nicht, steht der Mond über dir, Mandalay. Geh ich nicht, steht der Mond über dir. Mutter Gottes Puff in Mandalay, jetzt ruht über dir die grüne See. Goddamn, was war das für ein Etablissement? Jetzt stehen keine fünf mehr die Bretterwand entlang. Jetzt gibt's keine Uhr und kein Hohe. Und kein Mensch mehr ist in Mandalay. Damals gab's noch Menschen auf der Welt. Und die waren eben wert ihr Geld. Jetzt ist eben nichts mehr auf der Welt in Ordnung. Und ein Puff wie dieses kennt man heute nicht mehr. Keinen Browning mehr und auch kein Tierchen. Wo kein Mensch ist, da ist auch kein Verkehr. Rasche Johnny, hey, rasche Johnny, hey, stimmt ihn an den Song von Mandalay. Liebe, die ist doch an Zeit nicht gebunden. Johnny, mach rasch, denn hier geht's um Sekunden. Geh ich nicht, steht der Mond über dir, Mandalay. Geh ich nicht, steht der Mond über dir. Die Polizei konzentriert anscheinend ihre ganze Aufmerksamkeit heute auf Bill. Bill, du kannst nicht mit uns weggehen. Du musst noch hier bleiben. Frühestens 5 Minuten nach uns. Also, auf Wiedersehen. Da war es ein kleines, davongejagtes Heilsarmee-Mädchen, das den Anschlag zu Fall brachte und die Verbrecher in die Arme der Gesellschaft zurückführte. Herr Krecker, wundern Sie sich, dass ich wieder hierher komme, Aber ich bin nicht mehr in der Heilsarmee. Das ist nett von Ihnen. Sie können leider noch nicht bleiben. Herr Krecker, ich weiß schon, was Sie heute Nacht vorhaben. Tun Sie doch so etwas nicht. Noch dazu am heiligen Abend. Unter keinen Umständen zu hindern, Fräulein Holiday. Wir können noch etwas singen. Nein, nicht singen. Nein, nichts von der Heilsarmee. Etwas anderes. Ich singe den Surabaya Johnny. Der wird dich interessieren. Nein, singen nicht. Also, dann singe ich den Surabaya, Johnny. Ich war jung, Gott, erst 16 Jahre. Du kamest von Birma herauf. Du sagtest, ich solle mit dir gehen. Du kämest für alles auf. Ich fragte nach deiner Stelle. Sagtest, so wahr ich hier steh, du hättest zu tun mit der Eisenbahn und nichts zu tun mit der See. Du sagtest viel, Johnny, kein Wort war wahr, Johnny, du hast mich betrogen, Johnny, zur ersten Stund. Ich hasse dich so, Johnny, wie du dastehst und grinst, Johnny, nimm doch die Pfeife aus dem Maul. Surabaya, Johnny, warum bist du so hoch?
ist, war es immer Sonntag. Das war, bis ich mitging mit dir. Aber dann schon nach zwei Wochen war dir nichts mehr recht an mir. Hinauf und hinab durch den Punjab, den Fluss entlang bis zur See. Ich sehe schon aus im Spiegel wie eine 40-Jährige. Du wolltest nicht lieben, Johnny, du wolltest Geld, Johnny. Ich aber sah, Johnny, nur auf deinen Mund. Du verlangtest alles, Johnny, ich gab dir mehr, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so roh? Surabaya, hat Tränen in den Augen. Hat es dich so ergriffen, Bill? Wer will einen großen Mann haben, der braucht eine harte Nuss, weil einen großen Mann ihm mit seiner Nuss aushalten muss. Denn die Nuss des kleinen Mannes ist dem Großen ein Genuss, was der kleine Mann dann eben mit der Nuss aushalten muss. Mutter, nicht weich werden, um Gottes Willen nicht weich werden, nur immer ruhig reingehauen auf die Nuss. So ein kleiner Mann macht nämlich immer so'n Theater, nur nicht drum kümmern, Mann, du bist ja nicht sein Vater. Nur jetzt nicht weich werden, um Gottes Willen nicht weich werden, nur keine Noblesse, sondern eine in die Fresse, immer eine in die Fresse. Die Fliege hinten am Buffet hat den letzten Teil des Songs mit angehört. Plötzlich... Bitte um Feuer. Die Fliege. 10:30 Uhr. Da ist ja schon alles vorüber. Ja, vorüber. Lieber Gott, und ich war nicht da. Diese verfluchten Privatangelegenheiten. Das ist kein Ort für mich. Ich gehe jetzt einfach in die Heilsarmee zurück. Die Verbrecher kommen zurück. Bill ist überhaupt nicht gekommen. Meine Herren, Sie kennen die Geschichte meines Lebens. Ich suche seit 5 Jahren meinen Mann, den verschwundenen Polizeisergeanten Hannibal Jackson.
und ich bin so weit gekommen, dass mir alles gleich ist. Meine Herren, Bill Cracker ist ein Verräter. Das ist ungeheuer. Wenn ihr diesen Mann nicht noch heute Nacht fasst und endgültig zum Schweigen bringt, bevor sich dieser Mund zur Beichte öffnet... Wenn wir ihn auch heute noch erledigen, was wird dann morgen wieder passieren? Morgen, das sind keine Sorgen. Wir werden alle noch zur Hölle fahren. Ja, aber erst morgen. In der Heilsarmee. Schwester, Brüder, bewillkommnet Herrn Cracker. Kann man hier eigentlich eintreten, eventuell auch hier wohnen? Ich hätte nämlich Interesse an Ihrer Sache. Oh, Bill, natürlich kannst du hier wohnen. Ruhe! Jetzt wird gesungen. Anständig. Sei gekommen, später Gast, reich die Zeit in Hände, was du dir gewinnen hast. Herr Cracker, die Stunde der Abrechnung hat geschlagen. Die Bande umringt Bill mit gezogenen Revolvern. Schwestern, Brüder, duldet nicht, dass das Verbrechen bis zu der Bußbank dringt. Sünde und Verrat finden ihre Strafe. Sadie! Die Fliege dreht sich um und sinkt dem Heilsarmeemann Hannibal Jackson in die Arme. Hannibal, er ist nämlich... Jener Tüchtige bei einer Polizeirazzie vor 5 Jahren spurlos verschwundene Sergeant Hannibal Jackson. So, Bill. Jetzt verlobe ich mich mit dir. Ja, und wir? Was sollen wir denn machen? Na, setzen wir uns schon auf die Bußbank. Die Tage von uns kleinen Handwerkern, die mit dem biederen Brecheisen in der schwieligen Faust erzene Safes erbrachen, in denen nur mehr Aktien und Schuldverschreibungen hausen, sind ja doch vorüber. Wir werden ja doch von den Großunternehmen verschlungen, hinter denen die Banken stehen. Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie? Was ist ein Einbruch
in eine Bank. Gegen die Gründung einer Bank. Reiche den Reichtum, den Reiche. Hosanna, Hosanna, die Tugend des Gleiche. Hosanna, Hosanna, gib ihm dir Hand. Hosanna, gib ihm den Staat und die Stadt. Hosanna, Teller Suppe zu erholen.